Herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit Airesu. Ich bin Airesu und habe mich umentschieden. In der letzten Folge wollte ich eigentlich noch ausmachen und weggehen und weinen. Aber ich habe mir gedacht, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir erobern unser Haus zurück. Weil dort ist ein Raptor drin. Und ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass es inakzeptabel ist. Okay, ich brauche Flint. Und Sedge. Na, für Flint brauche ich erstmal das hier. Also brauche ich einen Stein und noch mehr Sedge. Okay. Einen Stein kriege ich schnell hin. Und Sedge kriege ich hier raus. Aua. So, damit dürfte ich zumindest hierfür schon mal genug haben. Ja, eine Steinspitzhacke. Kein Problem, da sind wir ja schon fast Profi drin. Jetzt können wir uns schnell ein paar Flints holen. Damit haben wir schon ein paar. Und bloß ich will den Stein wenigstens kaputt haben, dann, wenn ich da schon raufhaue. Oh, und einmal Metall noch nebenbei bekommen. Auch schön. So, jetzt brauche ich natürlich noch ein weiteres Sedge. Und jetzt kann ich meine Hatchet, also meine Axt herstellen. Verzeihung, mein Charakter benimmt sich mal wieder daneben. Und jetzt gucken wir, was brauchen wir für einen Speer. Mehr Holz. Gut, Holz kriegen wir. Verdammte FPS-Einbrüche. In der letzten Folge wurde mein Haus okkupiert, während ich unterwegs war. Das Witzige war, vorher hatte ich mir noch eingebildet. Hoppala, nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Vorher hatte ich mir noch eingebildet, ich könnte mir ohne Probleme einen Zaun herstellen. In der Folge hatte ich dann auch erfahren, dass das leider nicht geht gerade. Wahrscheinlich ein späteres Engramm. Wo bist du genau? Hilfe! Besiegt! Ich habe den Raptor besiegt! Ja, den muss ich jetzt auch nicht unbedingt umhertragen. Das geht auch so. Uiui, da bekomme ich ganz schön viel raus. So, hier muss ich gleich mal reparieren. Aber naja, zuerst gucken wir mal, was hatte ich jetzt dabei. Okay, das hier ist wichtig. Hoppala. Komm ganz rüber und... Naja, okay. Das andere, das kann verrotten. So, was wollten wir eigentlich gerade machen, bevor wir hier feige in unserem Haus abgeschlachtet wurden? Eigentlich ist das auch egal, weil jetzt zählen erstmal die neuen Wände. Und Sedge Wall, das braucht 10 mal Sedge und Fiber, okay, da habe ich kein Problem mit. Fiber habe ich nämlich zufällig noch ein paar da. Sedge kriegen wir auch ohne Probleme. Klasse. Glaubst du, ich habe Angst vor dir, Dilo? Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ich komme gegen den Raptor an, aber nicht gegen den Dino. Jetzt ist natürlich auch dabei anzumerken, gegen den Dino hatte ich keine Waffe, gegen den Raptor schon.
Aber das ist angenehm nah an meinem Haus dran. Sag mal, habt ihr meine Feuerstelle kaputt gemacht? Tatsächlich. Warum macht ihr sowas? Okay. Gucken wir mal. Dann mache ich mir eben noch ein paar Speere zur Sicherheit erstmal. Dafür brauche ich Holz, Flint habe ich, Fiber habe ich. Nur Holz also jetzt erstmal. Nach rüber. Die meiste Zeit in diesem Spiel bin ich wirklich damit beschäftigt, mich neu aufzubauen, nachdem alles kaputt gemacht wurde, was ich erreicht hatte. Das ist schon irgendwie deprimierend. So, damit haben wir ein paar Speere. Das ist schon mal gut. Und dann kann ich jetzt nachgucken, was mir jetzt für dies wohl fehlt. Ah, ich habe gerade sogar genug zum Teil. Holz fehlt mir dafür generell erstmal. Und noch mehr Holz liegt hier zum Glück einfach so. Heute ist irgendwie der Wurm drin mit dem Treffen von solchen Dingen. Also sowas wie Holz. Ach ja, was ich auch mal noch schnell nachgucken kann. Habe ich eventuell genug für... Ja, Slingshot. Ich möchte mal gucken, ob ich eventuell das kleine Tierchen dort betäuben kann. Dann kann ich ihn eventuell lang genug betäubt behalten, um ihn zu zähmen. Ja, komm her. Verfehlt. Getroffen. 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 Ha 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 ha. Tja, Pech, Kleiner. Du gehörst mir. Jetzt kann ich den natürlich nicht einfach mit Bären füttern. Das ist natürlich ein kleines Problem. Aber wie gesagt, ein kleines Problem. Kein großes, ein kleines. Großes Problem ist, dass ich ein Loch in der Wand habe. Na, ich krieg's nicht richtig platziert. Da. Und? Darunter kommt dann natürlich das Doorframe. So. Jetzt muss ich Beeren sammeln erstmal, um Narkobären zu bekommen. Da haben wir Narkobären. Haha. Das Problem ist jetzt, Fleisch zu bekommen. Ich habe die Hoffnung, dass man die Fleischfresser schneller zähmen kann. Weil wenn ich so viel Fleisch brauche, wie ich Beeren brauchte, das wäre nicht gut. Torpor geht auch relativ schnell runter hier gerade. Remote Use, mal sehen, wir waren bei 97 und es geht hoch bis nur zu 105. Oh Gott. Die hier wirst du wahrscheinlich nicht essen wollen. Hätte ich auch nicht gedacht. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe jetzt gerade nichts, was ich dem anbieten kann. Das Fleisch hält sich jetzt leider auch nicht so lange immer. Deswegen müsste ich mal gucken, vielleicht finde ich schnell ein paar Dodos.
oder ein paar seiner Artgenossen, die Tilos, die kann ich ja auch relativ schnell erledigen, wenn ich einen Speer habe. Das ist hell. Dich wollen wir nicht töten. Obwohl, das könnten wir machen. Na, treffen sollte man. Im Nahkampf würde ich mich mit dem nicht unbedingt gerne anlegen. Aber ich weiß, dass ich ihn betäuben kann. Und wenn er betäubt ist, habe ich auch keine große Angst vor dem Nahkampf. Dadurch, dass er auch sehr langsam ist. Aua. So langsam solltest du einschlafen. Gottchen. Das ist ein härterer Kampf, als ich ursprünglich dachte. Hoppala. Und jetzt ist auch noch meine Slingshot kaputt. Aber ich kann sie reparieren, ohne Probleme, während ich vor einem Dinosaurier davon renne, den ich kite. Ich bin schon Imber. Ach, endlich. Tut mir auch leid, aber du musst abgeerntet werden. Oh Gott. Oh, das tut mir so leid. Ich glaube, hiermit bekomme ich mehr rohes Fleisch. Wie gesagt, tut mir leid. Wenn der jetzt wach ist, wenn ich ankomme, dann habe ich A, ein Problem und zweitens ein schlechtes Gewissen. Ich kann doch nicht ahnen, dass es diesmal so lange dauert. Beim letzten Mal habe ich wie viel gebraucht? Vielleicht 10 Schuss maximal. Das hier eben müssen um die 30 gewesen sein. Allerdings auch nur geschätzt, deswegen. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich gerade verfehlt habe. Ich habe nicht immer wirklich gut getroffen. Narkobären? Na, vielleicht? Eine? Zwei? Irgendwas, bitte. Nur zur Sicherheit. Danke. Okay, noch schläft er. Oh oh, aber nicht mehr lange. Okay, das Taming geht tatsächlich ziemlich schnell. Ich brauche bloß noch ein paar Bären. Also ein paar Bären, die ich benutzen kann, damit er schläft. Schnell. Ich brauche kein Wasser. Ich brauche Narkobären. Was? Hat er sich gerade weggerollt? Verdammt.
Hallo, du hörst nicht auf mich, oder? Dachte ich mir. Okay, das ging aber immerhin gut. Ja, das Essen ist natürlich komplett weg. Mal sehen. Du da hinten greifst mich nicht ganz langsam und gemächlich an, oder? Wenn ich das hier benutze. An sich hat der Plan ja quasi theoretisch funktioniert. Nee, der rennt lieber weg. Naja, okay, das bringt nichts. Ich brauche erst Fleisch, dann kann ich es versuchen. Das macht das Ganze natürlich ein klein bisschen stressig. Narkobärensamen, immerhin. Naja, ich bin schon wieder dehydriert. Habe ich wenigstens hier noch Zeug für eine Wasserflasche? Ja. Jetzt lohnt sich das ganze Farm, während ich Muli gezähmt habe. Da habe ich ja geradezu endlos Fiber bekommen. So, okay. Tut mir leid. So, das war wieder ein bisschen Hide. Dann reparieren wir jetzt eben schnell. Mal sehen. Ich brauche einen Thatch Doorframe. Dafür brauche ich mehr Thatch. Und ich brauche eine Thatch Tür. Dafür brauche ich mehr Thatch. Ich bitte um Verzeihung. Und noch den hier, dann dürfte ich genug haben. Das Schöne ist, damit mache ich immerhin etwas, um ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Hoppla, da. Quatsch. So, Doorframe. Und Door. Na, los, ich lauf. Und Tür. Perfekt. Muss ich hier irgendwas reparieren? Sieht nicht so aus. Oh, Moment, doch, das ist ja überall Repair hier. Ich habe jetzt so bloß die grünen Zahlen gesehen und gedacht, ja, okay, ist noch in Ordnung. Ja, verdammter Raptor. Okay. Das nächste Ziel ist mein Narkobärenfeld. Hätte ich das gehabt, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Deswegen versuchen wir jetzt eins zu bekommen. Holz, okay, brauche ich noch dreimal und einmal Setch. Das kriegen wir hin. Warum bin ich schon wieder so träge gerade? Zu irgendeinem Grund will mein Charakter manchmal nicht loslaufen. Die letzten Male war das nur, wenn ich überladen war, aber diesmal ist das ja nicht. Okay, und Setch. Wo ist hier noch ein Baum? Da unten liegt einer. So, ich hoffe, das reicht erstmal. Ich muss ja erstmal herausfinden, wie genau das hier funktioniert. Craftables und Korb. Wir machen erstmal nur ein und testen das mit zum Beispiel dem Savorot hier aus. Ich will ja nicht mein schönes Zeug verschwenden. So, wo ist denn das jetzt hier? Water. Okay, was mache ich da jetzt? Access Inventory.
Ja, Samen kann ich reinmachen. Ich mache einmal. Ah, man kann mehrere machen, okay. Wenn es bewässert ist. Na klasse, jetzt ist es natürlich nicht bewässert. Ich guck mal. Reicht das, um es zu bewässern? Nein. Okay, dann nehmen wir das zurück. Aber ich weiß ja, wie man wässern kann. Und 10 Engrampunkte habe ich noch. Wo haben wir es? Intake. Das ist ja, die Zulassung für das Wasser quasi. Also Zuleitung. Tap. Aber das hier scheint einfach das ganz nach vorne zu sein. Das ist gut. Dann habe ich die beiden gelernt. Jetzt habe ich nur noch ganz wenig Punkte übrig, aber so. Brauch Steine. Brauch Steine. Gut, das kriegen wir hin. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich das auch wirklich einfach ins Wasser stellen kann. Was stand da? Require Connection Water. Ah, okay, es reicht offenbar. Ja, es reicht, wenn es in der Nähe vom Wasser ist. Hier, das wird ins, das benutzt jetzt so das Grundwasser. Das ist auch ein klein bisschen logischer, weil es im Prinzip quasi gefiltert wird durch die Erde. Wahrscheinlich nicht genug im RL, aber ausreichend hier. Straight brauche ich und ich crafte mal zwei zur Sicherheit direkt. Wie viel bringt mir das? Ganz, ganz wenig wieder. Okay, dann gucken wir mal. Ist obstructed, was auch immer das bedeutet. Ach so, verdammt, der Weg ist hier versperrt. Na klasse, was soll ich denn jetzt machen? Hier ist überall der Weg versperrt. Nur wenn ich das so mache, nicht. Aber so komme ich auch an kein Wasser ran. Ich habe ein Problem. Kann man das hier hochleiten? Nein, auch nicht. Okay, machen wir es einfach ganz simpel. So, das hier nehmen wir zurück. Das nehmen wir wieder weg. Obwohl, wir lassen es einfach da, wir machen ein neues. Was fehlt uns gerade dafür? Ein paar Steine und ein bisschen Holz. Okay, kriegen wir hin. Steine haben wir noch en masse. Oder hatten wir zumindest mal. Wo sind meine Steine? Verdammt. Hatte ich die vorhin bei? Das wäre nicht schön. Okay. Dann machen wir das hier doch kaputt. Dann kriegen wir ja die Hälfte erstattet. Und so. Dazu sammeln wir das hier noch auf. So. Okay, jetzt gehen wir zu den Craftables. Jetzt erstellen wir das und Craft Item. Jetzt packen wir das hier hin. Okay, kein Wasser drin gerade. Okay, aber das schaffen wir auch schon noch. Kann man das Rohr hier nicht mehr abbauen jetzt? Ah, doch. Na klasse. Das muss ich jetzt auch erstmal kaputt machen, um mir was Neues herstellen zu können.
Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Ich beende hier mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Oh, ich habe Keratin. Okay, wir sehen uns dann. Ich hoffe, es hat gefallen und hinterlasst Kommentare. Lebt wohl!